Na, Mario, ich höre mal auf mit dem Kram hier, Mario, liebe Leute. Heute geht es mir auch nicht so gut, ich habe eine Erkältung und bin angewidert von, ja, ich habe 5 Jahre gerade abgemacht, ne? Also komm raus, baue mir hier die Wohnung auf, ne? Mit dem Vermieter zusammen. Ich muss ein Badezimmer noch installieren, extra Wand noch einziehen, das Badezimmer und eine halbe Etage hochsetzen. Da habe ich alles mit dem gemacht, damit ich einziehen konnte, weil das ein Bürogebäude war. Seht ihr vielleicht noch an den Lampen und so, ne? Naja. So, jetzt soll ich 60 Tage hinbauen. Ne? So. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, weil ich halt jeden Tag zu dem Arzt muss, ins Methadon-Programm, kriege ich keine Arbeit. Ne? Ja, so, dann beantragst du die Kostenübernahme für die Wohnung. Ja, früher hat es die AGE gemacht, ja, da bin ich erstmal dahin gelaufen. Die AGE schickt mich dann zur Kreisverwaltung. Ich dapp hier in die Kreisverwaltung. Ja, die sagt, ja, Kreisverwaltung ist richtig, aber nicht die hier, mein Koblenz, ne? Ja, dann muss ich erstmal einen Brief dahin schreiben. So, dass die mir die Anträge zukommen lassen, was ich alles benötige. Unterlagen. Ja. Habe ich auch getan. Ja, und jetzt habe ich angerufen. Nichts angekommen. Ne? Ja. Ja, aber die gute Frau dann, ja, ich schicke es Ihnen dann umgehend Ihnen zu. Ich sage, wir können Sie mir ungefähr schon mal sagen, was ich so zusammensammeln muss. Ne? Ja, Stellungsbefehl, klar. Verdienstbescheinigung, das heißt bei mir den Hartz-IV-Bescheid. Ja, 3 Monate lückenlose Kontoauszüge. Ja, kein Problem, gehe ich auf die Bank gleich ausdrucken, kostet ein paar Euro. Alles kein Thema. Dann kommt es noch an. Und sagt, ich soll noch persönlich schreiben, warum ich nicht in der Lage wäre, mir nach der Haft eine neue Wohnung zu suchen. Ich sag mal, hat die Asen noch alle eine Waffe hier? Das ist 3 Monate Kündigungsfrist. Ich habe 60 Tage Haft. Die spinnt doch, ne? Ja, gut, werde ich machen. Aber das lasse ich meine. Ja, Bewährungshelferin, die macht auch meine Führungsaufsicht. Da ich ja über 2 Jahre hatte, kriege ich automatisch Führungsaufsicht. Die wird ihr mal dann einen netten Brief schreiben, hoffe ich doch. Ne? Dass sich das erledigt hat. Und ich weiß nicht, ob ich mich noch. Normal 21. soll ich mich stellen, dann habe ich mir überlegt, ne, am 23. jetzt bin ich auch überlegen, mich am 31. zu stellen, weil wenn ich jetzt am 23. stelle, komme ich wieder raus. So, dann sagen die, haha, Moment mal, das sind ja noch vom 23. bis zum, Moment mal, ach, was weiß ich, wie viele Tage der Monat jetzt hat. Die letzten Tage vom Monat, die sie ja schon bezahlt bekommen haben, die müssen sie ja zurückzahlen. Ne? Ja gut, kann ich verstehen. Ne? So, ja, dann ziehen die mir das wieder ab von dem Hartz IV. So, dann denke ich mir, wisst ihr was, dann mache ich es besser so. Dann mache ich den Monat komplett voll draußen. Ich bin ja kein Jacques Mesrin, Staatsfeind Nummer 1, da Buch müsst ihr lesen.
der Todestrieb. Ja? Der Mann war genial, kann ich nur sagen. Und eine wahre Begebenheit, ja. Der hat denen mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Also, wie gesagt, Jacques Mesrine, der Todestrieb. Frankreichs Staatsfeind Nummer 1. Ja, wie gesagt, ich würde mich, glaube ich, am 31. dann stellen, nur 30. Mal, dass der Monat rum ist und ich nachher nicht noch was nachzahlen muss. So einfach ist das. Ja, man muss halt, wenn die so kommen, dann muss man auch anfangen zu tricksen und zu machen und zu tun, ne? Oder ich male mir mein Gesicht schwarz an und nenne mich Yusuf. Gehe hin und sage ich, Yusuf, ich kann sprechen, keine Deutsch. Dann alles wunderbar, dann kriege ich alles ruckzuck. Ne? Die füllen alles selber aus. Ja, hervorragend. Ne? Ja, sind wir doch ehrlich, ja. Guckt euch doch mal an, was in diesem Land hier abgeht. Ja? Das ist doch nicht mehr normal. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn irgendwo Krieg ist und so, dass die Leute da nicht bleiben wollen. Ne? Aber dann das Schlimmste ist, die Frauen lassen sie da. Und die Kerle kommen hier hin, ja, vergewaltigen unsere Frauen, ne? Ihre Frauen sind im Land, wo der Krieg herrscht, werden da vergewaltigt, ist denen scheißegal, ja? Hauptsache die sind weg aus dem Kriegsgebiet und kommen hier hin, ne? Ja, ich will dich zurückschicken, kämpf für dein Land, kämpf für deine Frauen, für deine Kinder, ja. Und wenn du stirbst, stirbst du. Ich würde auch hier kämpfen, ne? Ja, für dieses Land hier, für diese Regierung nicht, ne? Ich würde um mein Leben kämpfen, um meine Familie, ja. Aber nicht für diese Politik oder so. Nur für meine Familie. Und noch, ich würde mir so eine kleine Gruppe aufbauen, eine Wasserquelle sichern, Waffen besorgen. Ja. Und dieses Gebiet dann verteidigen. Ja, ganz einfach. Ja. Ja, ich habe jetzt mal so rumgehen lassen, dass mir auch mal andere Leute erzählen. So. Oder auch hier vor die Kamera kommen und von ihren Erlebnissen aus dem Knast und Ungerechtigkeiten, die sie auch wirklich belegen können, darüber hier berichten. Ne? Weil ich bin langsam am Ende mit meinen Geschichten. Ja, es gibt da hier und da noch ein paar Sachen, die ich eigentlich noch erzählen, die baue ich noch ein. Aber demnächst will ich mal anfangen, so wie ich mein Leben so, wie es dazu kam, dass ich mich dazu entwickelt habe, zu dem, was ich jetzt bin. Ja. Und ja, ist halt so. Ich kann nicht sagen, dass ich unglücklich über mein Leben bin. Ne? Manchmal hat man so Momente, wo man denkt, ach Scheiße, hätte besser laufen können. Ja, hätte es, aber ist halt so. Ne? Ja. Lass nur die Finger von den Drogen, wenn es geht. Ne? Dann klappt das schon. Ne? Ja, ein Kollege von mir, der ist jetzt, ich denke mal,
Ja, eine Psychose, ich denke mal, das kommt vom Kiffen, weil er ein Kiffer ist, ne, und schon früh, sehr früh angefangen hat damit. Noch, er war der jüngste Junkie aus unserer Stadt, ne, mit 12 hat er schon angefangen zu fixen. Ja, und zu kiffen noch früher. Ja. Und wenn das Hirn nicht richtig entwickelt ist, dann. Ja, Gefahr für eine Psychose sehr, sehr hoch. Ne. Ja, und jetzt hat er so, ne? Das zweite Mal schon, glaube ich. Ja, Leute. Ja. Wie gesagt, mir geht es heute nicht so gut. Ich habe Erkältung, Nase zu, Hals zu. Ja, c'est la vie. Geht doch wieder weg. Ja. Ja. Mein Alter liegt im. Mit dem ich eh nie was zu tun hatte, liegt im Krankenhaus mit Darmkrebs. Ne? Der soll jetzt ein ganzes Stück daraus geholt kriegen und künstlichen Ausgang erstmal. Und wollte, nein, das will ich nicht machen. Ne? Ich würde sagen, so gut, jetzt ist Ende, ich gehe. Ne? Ich will das nicht mitmachen. Ne? Gib mir anständig Morphium und dann ist das gut, dann gehe ich. Ne? So. Ja. So, ich denke, das war's mal für heute. Ja. Und man würde mich auch freuen, wenn ein paar Abonnenten mehr kämen und mal ein paar Leute mir ein paar Sachen erzählen, die was die nicht so richtig finden hier in diesem Land. Ja. Okay, also bis die Tage. Ja. Bye, bye.